Heute zeige ich, wie man einen ganz schönen Ring macht. Was ihr dafür braucht, ist einmal ein Kleber, eine Zange, Draht und einen kleinen Stein. Dann kann es auch schon losgehen. Zur Unterlage habe ich hier ein Blatt benutzt. Was man jetzt dafür machen muss, man nimmt das Draht und rollt das ein bisschen auf. Am besten immer viel. Circa, ich habe hier circa 30 cm. Nun kann man das mit der Zange oder auch mit einer Schere hier abschneiden. Jetzt nehmen wir unseren Draht und unsere Zange, halten unseren Draht mit der Zange vorne fest und biegen das hinein und bilden damit sozusagen einen kleinen Kreis oder eine kleine Schlaufe. Sollte eigentlich so ziemlich rund werden. So sieht das jetzt aus. So, jetzt bin ich näher an die Kamera gekommen und so sieht das dann aus. Und jetzt nimm mir die Zange, halten diese Schlaufe fest und nehmen den anderen Draht und wickeln ihn um die Schlaufe herum. Und das macht man so lange, wie man möchte, bis man meint, dass es reicht. Und dann zeige ich euch wieder, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt meine Spirale fertig. Ich habe sie ziemlich groß gemacht. Und wenn man einen Doppelring machen möchte, macht man die Spirale einfach riesig. Und Doppelring bedeutet einfach, dass es über zwei Finger geht, der Ring. Als nächstes geht es eigentlich ganz einfach weiter. Man nimmt den Draht, was unten noch übrig ist sozusagen, und formt ihn einfach mal zum Ring. Und nicht vergessen, die passende Größe kann man jetzt auch schon variieren und einstellen. So sieht jetzt das Ganze mal im Groben aus. Jetzt kommt wieder die Flachzange oder eher gesagt die Zange einfach und man schneidet den überflüssigen oder den Rest vom Draht einfach weg. So sollte das Ganze dann aussehen. Nun nimmt man einfach das Stück und formt ihn wieder zurück. Da es im Schneiden wie bei mir jetzt ein bisschen formen könnte, mache ich das einfach von vorne. Und dann habe ich jetzt hier in meinem Fall meinen Ring fast fertig. Zuletzt nimmt man hier dieses Stück, was übrig ist, könnte man je nach Wahl, je nach Geschmack, entweder einfach zu einer Spirale formen. Das mache ich jetzt ganz schnell. Und wenn man das dann geformt hat, dann könnte man das so lassen.
Oder man schneidet den überflüssigen Rest einfach weg. Ich habe mich jetzt für die zweite Spirale entschieden. Und wie das am Finger aussieht, ist so, da hat man einfach zwei Spiralen. Ich finde das einfach super. Zunächst kommen wir zum Stein und zum Kleber. Wir nehmen unseren Kleber, öffnen ihn und tun auf die Oberfläche der großen Spirale einfach den Kleber drauf. Das sollte ungefähr so aussehen. Und dann nimmt man vom Stein eine möglichst sehr glatte Seite und klebt oder legt einfach sie auf den Ring und wartet, bis er trocknet. Voilà, fertig ist unser Ring und ein ganz schöner Stein ist auch noch drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.